War das gerade ein bisschen dumm? Mein Mund schon so, ja, weißt du, so. Weil er kröchter ist. Trump, du Hurensohn. So. Und die Nudel, nimmt auf, Junge. Und die Nudel teilen. Dennis und Gänse, das ist wirklich so gut, Freunde. Ich schwöre, jeder, der mich kennt, ich und diese Vögel oder auch Gänse, sorry, ist nicht mein Fall. Ist. Also, ich und Gänse ist nicht so geil. Hey, du Hurensohn, gebe ich dir so einen richtigen Kick. Batz! Eher lieber auf dem Tisch, ne? Auf dem Teller. Keine Ahnung, was sind das wohl für Viecher, Mann? Was sind das für Viecher? Gänse? Ja? Nein, Mann. Schwarzkopfgänse. Tja, jetzt sind wir hier in United States of America. Wow. Wir sind hier im Central Park. Ja, Digga, und es soll jetzt im Dunkeln so schlimm hier sein? Du darfst ruhig reden. Ich weiß es ja nicht, deswegen sage ich nichts. Wer hat das denn von euch gesagt? Ich habe es nicht behauptet, deswegen sage ich nichts. Okay. Dann lassen wir das mal so stehen. Ganz kurz fürs Protokoll auch hier, wie ganz oft. Krankenwagen oder NYPD. Ja, hinter uns ist der Obelisk. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall meint Arthur, die stehen auch hinter dem Weißen Haus. Weiß das jemand, was das auf sich hat? Was machen die Dinger? Was können die? Warum sind die da? Sind hier auch die Illuminaten im Spiel? Weiß das jemand? Kann das mal jemand irgendwie in die Kommentare schreiben, wie die ja so schön sagen? Ich habe keinen Plan. Genau. Leider haben wir hier keinen Google. Bis dahin werden wir es vielleicht auch wissen, aber für alle anderen wäre ja mal interessant reinzuhauen, wofür dieser Obelisk am Start ist. Oder war, oder wofür der je gebaut wurde, oder was der symbolisieren soll, oder? Ja, also ich würde es auch gerne wissen. Ich habe momentan keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, haut das mal in die Kommentare, damit wir das wissen, ne? Damit wir genau wissen, was das ist, der Obelisk. Licht des Obelisk. Ich kenne das so von Common Conquer, Mann. Diese, kennst du nicht diese Tesla-Spulen-mäßig, die da so Dings rausgeschaut haben? Ja. Ich kenne das nur von der Arbeit her, weil wir so ein Projekt haben, das so heißt, aber Schande über mich, dass ich nicht weiß, was das heißt. Bruh. Hab den Begriff täglich irgendwie in Gebrauch. Ja, ich weiß. Haut mal rein, schreibt mal rein, wer das weiß. Weiß bestimmt kein Schwein von den paar Leuten, die das gucken. So, wir haben uns jetzt entschieden, den Park zu verlassen, weil wir haben Bock, was zu essen. Genau. Jetzt gibt's was zu fressen, Mann. Kalafkalas und Krabbenkalas. Ja, das reicht jetzt hier mit dem Park mal. Gib mir auf den Sack. Schnauze voll, Mann. Ey, ich schwör, zum Glück haben wir die anderen Jacken angezogen. Heute ist echt frisch, Mann. Trotz Mütze. Meinem Smiley drauf. Ja, Eier lecken, jetzt gibt's was zu essen. Was wissen wir noch nicht? Wir wollen irgendwas Fleischiges, aber versuchen so diesen Standard Fastfood zu vermeiden. Und die Nudel, er nimmt auf, Junge. Und die Nudel teilen. Die saugt beide in einer Nudel, Mann, Alter. Das ist ja geil. Auf jeden Fall ist das unser süßes Pärchen hier im Urlaub. Oh, also auch Arthur nicht rot werden. Ist nicht schlimm, wir führen beide auf jeden Fall ein Doppelleben. Das ist echt süß, wie ihr beiden immer einschlaft in eurem Bett. Was passiert da so, Ali? Kannst du was zu sagen? FSK 18, das geht nicht bei YouTube. Klar, muss alles. Knallst du ihn? Ja. Ist das schön? Er gehört nicht mehr zu uns. Er ist ein anderer Tourist. Ich hab nicht zugehört, keine Ahnung. Ich hab gesagt, knallst du ihn? Er so, ja. Und ich so zu dir. Ist schön. Ach so. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Selbst wenn man genießt, nimm Schweigen. Könnt ihr euch bewegen? Ihr müsst euch auch bewegen. Hier im Hintergrund nochmal das fette Hotel von Kevin allein in New York. Hatten wir auch eben schon gefilmt aus dem Park heraus. Haben die guten Jungs mich nochmal hier sehr gut hingeführt. Und ja, jetzt sind wir hier an der Kreuzung. Wir könnten jetzt nochmal zum Eingang latschen, wollen wir aber nicht. So, endlich haben wir es geschafft zu essen, wie so Penner mitten auf der Straße. Hinter uns der Madison Square Garden und bei mich gibt es jetzt Chicken Over Rice. Das sah sehr lecker aus. Oh, riecht auch richtig geil. Ist nicht gut von so einem super tollen Stand mit Halal-Fleisch wieder. Auf jeden Fall gönnen für $7, ist lecker auf jeden Fall.
besser als im Hutas gerade, was ich da gesehen habe. War jetzt nicht so der Burner. Also da esse ich lieber meinen Döner sozusagen hier, ne? Ist lecker. Tja, wir sind hier in Bayon Vape. Da gibt's so Shishas und Liquids und so weiter und so fort. Da hat der gute Alec jetzt mal geschaut, ob er da was für sich findet. In Koreatown. In Koreatown. Ja, viel zu teuer. Das sind locker die doppelten Preise, die wir drüben haben. Voll die Scheiße. Das wäre hier noch populärer als bei uns. Scheiß teuer. Doppelt. Was bezahlst du für 100 Milliliter? Um die 15 und hier zahlst du für 60 29 Dollar. Das ist krass. Das ist wieder der Beweis, es ist nicht immer günstiger hier in Big America. Auf jeden Fall sind wir in Koreatown, was auch immer das auf sich hat. Und was. Du Hurensohn. Mach ich mich voll erschrocken, ey. Was es hier dafür billiger gibt. Digga, was ist das für ein, Müllwagen, ne? Ja. Also, außer Spesen nichts gewesen. Wie man uns schwer erkennen konnte gerade, befinden wir uns vor den New York Times. Der Ort, wo die Lügen von morgen geschrieben werden. Genau. Dass die Araber die Twin Towers zum Beispiel einstürzen lassen haben mit zwei Piloten in den Turm. Niemals. Und wir holen uns jetzt unsere Tickets nach Philly. Ja. Eine Rocky-Figur. Ja, Mann, die. Für meine Arbeitskollegen, falls das einer sehen sollte, Rocky ist Geschichte, jetzt kommt der Thai-Boxer. Trump Tower ist da, der Hurensohn. Mehr wollte ich gerade einfach nicht sagen. Trump, du Hurensohn.